but I know I can change who I am, and it hurts, it really hurts sometimes. Let it rain, it's okay to cry. Growing up means to leave something behind. Adulting can really mess your mind, and you say, all I can make is cold cereal and toast. I feel like I am on a road, and I try to figure where it will go. And right now, it makes me feel alone. But I know that it will lead me home. Growing up means to leave something behind. Adulting can really mess your mind. And you say, all I can make is cold cereal and toast. Whenever I look back at who I was and who I'm now, I feel like I have lost myself. But then again, that's alright. Cause growing up means to leave something behind. Adulting can really mess your mind, and you say, all I can make is cold cereal and toast. And you say, all I can make is cold cereal and toast. Cold cereal and toast. Peanut. Ich bin schon gespannt. Ich hab gerade einen Wunsch geäußert. Ich schau mal, ob das. Da ist sie mit ihrer Ukulele. Wunderschönen guten Tag. Hallo. Hallöchen, einmal Faust drauf. Servus. Ich hoffe, ich hab eine Hand frei. Hallo. Ich bin Danny. Du bist Peanut, ganz offiziell. Als Künstlername, ja. Aber ja? Ansonsten heiße ich Hanna. Hallo Hanna. Servus, hallo. Servus. Schön, dass ich hier bin. Ja, schön, dass du hier bist, definitiv. Ich liebe Ukulelen-Sound. Ich höre den ersten Sound und bin sofort entspannt. Es gibt wenige Instrumente, die mich instant wirklich in so eine Stimmung reinbringen, aber Ukulele gehört definitiv dazu. Deswegen habe ich auch gerade den Wunsch geäußert, dass du die mitbringst. Wie spontan bist du denn mit deiner Ukulele? Boah, recht spontan. Ukulele ist nicht so ein schweres Instrument, muss man einfach mal ganz ehrlich sagen. Meinst also auch ich als ursprünglich Rapper könnte damit irgendwie vielleicht noch was anfangen? Okay. Also ich glaube, ich habe schon mindestens 10 Leuten Riptide beigebracht. Okay. Das sind nämlich 3 Akkorde und das ist wirklich sehr easy. Also das Schlagmuster ist jetzt nicht so leicht, aber auch wenn man einfach mal nur so, vielleicht hat man schon mal eine Gitarre so einmal geschlagen, dann kriegt man das schon irgendwie hin. Geil. Magst du mal Riptide mit mir kurz? Hat mir neulich eine Schülerin vorgespielt, aber ich habe es nicht mehr im Kopf. Also auf jeden Fall mal so 1-2 Akkorde sind ganz easy, weil man braucht immer nur einen Finger. Also der erste ist A-Moll, dafür braucht man einmal hier den Finger. Spiel's mir einfach mal vor, genau. Ja. Dann schauen wir mal, ob wir damit was machen können. Ja, stell dir mal vor, ich müsste freestylen dazu, wir gucken mal, ob das funktioniert. Okay. Ich spiele die 3 Akkorde, weil singen kann ich jetzt gleichzeitig nicht. Nee, das ist völlig klar. Ich weiß auch nicht, ob ich das Mikrofon anfassen darf. Ich hätte jetzt natürlich, wir haben einen Helden, der, sehr schön. Also es ist das gleiche Schlagmuster, was ich auch selber in meinem Song habe. Okay. Deswegen ist es sehr einfach, es ist A-Moll, G und C. Sehr schön. Wieder nur ein Finger. Und dann kommt das hintereinander und C spielt man immer doppelt. Und dann ist es einfach nur so. Okay, leg los. Hier. Okay, mach weiter. Ich sitze gerade hier, jetzt hier, zusammen mit Peanut. Ich bin der Typ, der an dem Mikrofon Dienstag. Wir haben nicht Dienstag, sondern Freitag. Peace an alle da draußen, schön, dass ihr Zeit habt. Wir bleiben hier, ich mach ein bisschen Improvisation. Zwischen 1 und 4 am Mikrofon. Ich bin das gewohnt, mach das gerne mit der Lady. Danny Fischer Mike, ihr sagt nicht maybe, sondern auf jeden Fall, er halt das Mikchen. Solange bin ich hier, weiß, dass ich Zeit find. Das war's, das ist der letzte Takt. Dankeschön, Applaus, danke, sie hat mitgemacht. Yeah. Sau cool, danke. Sehr schön. Ja, okay. Sehr geil. Ja, ich danke dir fürs Spontansein. Das ist nämlich mein Zugang zum Texten. Es ist so, ich guck mal, was passiert. Ja.
Das heißt, Instrument ist bei dir kein Problem, ist Text ein bisschen mehr die Herausforderung? Manchmal, weil ich einfach selber voll perfektionistisch bin und es gar nicht mag, wenn es so sehr leichtes Englisch ist. Und ich schreibe nicht so gerne auf Deutsch, weil ich das Gefühl habe, es macht mich sehr verletzlich und es muss dann irgendwie doch nicht sein. Deswegen, ja, manchmal ist der Text ein bisschen schwieriger. Mhm. Aber ich habe voll das Ding, dass ich immer einen Song anfange und eine Strophe und den irgendwie noch den Refrain oder so und vielleicht noch eine Bridge. Aber mir fällt es dann voll schwer, meistens die zweite Strophe noch irgendwie mit so einem roten Faden anzuknüpfen. Okay. Also er das. Umso schöner, dass du, das war der erste Song, den du komplett fertig geschrieben hast richtig. Und mit dem bist du direkt hier gelandet und super. Weitermachen. Ich hoffe, wir sehen dich, egal wo, nochmal häufig auf der Bühne. Toi, toi, toi. Und mal gespannt, wo du landest. Ich danke dir fürs Vorbeischauen. Danke, voll cool. Ja, sehr gerne. Wir gucken jetzt.